Die Bundesregierung plant steuerliche Entlastungen in Höhe von insgesamt 23 Milliarden Euro für 2025 und 2026. Diese Entlastungen umfassen Erhöhungen von Freibeträgen, Änderungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer und Verschiebungen beim Solidaritätszuschlag. Arbeitnehmer können sich freuen. Überstunden sollen ab 2025 steuer- und beitragsfrei gestellt werden. Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, müssen nicht mehr versteuert werden. Vollzeitarbeit umfasst dabei mindestens 34 Stunden pro Woche für tarifliche Regelungen. Für Familien gibt es gute Nachrichten. Der Kindersofortzuschlag für bedürftige Familien wird 2025 um 5 Euro auf 25 Euro erhöht. Das Kindergeld steigt auf 255 Euro pro Monat. Der Kinderfreibetrag wird 2024 um 228 Euro auf 9.540 Euro und 2025 um weitere 60 Euro auf 9.600 Euro angehoben. Um das Arbeiten über das Rentenalter hinaus attraktiver zu machen, sollen Beschäftigte, die über die Regelgrenze des Renteneintritts hinaus arbeiten, den Arbeitgeberbeitrag für die Arbeitslosenversicherung als Netto ausgezahlt bekommen. Der Bezug von Bürgergeld wird strenger geregelt. Wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, muss sich einmal monatlich bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Die Zumutbarkeitsregeln werden weiterentwickelt und die Karenzzeit beim Schonvermögen wird halbiert. Die Steuererleichterungen, die Unterstützung für Familien und die neuen Anreize für Arbeitnehmer und Rentner zeigen, dass die Regierung darauf bedacht ist, die finanzielle Belastung der Bevölkerung zu reduzieren und gleichzeitig nachhaltige wirtschaftliche Entwicklungen zu fördern.